In diesem Video erkläre ich dir das Present Simple, ganz einfach und leicht. Das Present Simple ist die Gegenwart im Englischen und wir sehen uns jetzt mal einen normalen Aussagesatz an. Wir bilden es mit der ersten Form des Verbs. Bei he, she, it müssen wir ans Verb jedoch ein S anhängen. Sehen wir uns das in einem Beispiel an. I speak oder you play, also die ganz normale, gewöhnliche erste Form des Verbs. Bei he, she und it hängen wir das S an, he speaks und she plays. Beispiel Aussagesätze im Present Simple wären I speak English oder he plays football. Vergiss nicht, das S anzuhängen bei he, she und it. Die Verneinung im Present Simple ist auch nicht schwer. Wir verwenden bei I, you, we und they das don't plus die erste Form. Bei he, she, it brauchen wir doesn't plus die erste Form. In der Praxis sieht das so aus. I don't speak. Ich spreche nicht. You don't play. Du spielst nicht. She doesn't play und he doesn't play. Also bei he, she, it, doesn't, kommt mit. Beispielverneinungssätze wären I don't speak English. Ich spreche nicht Englisch. He doesn't play football. Er spielt nicht Fußball. Jetzt sehen wir uns an, wie man die Frage bildet im Present Simple. Bei I, you, we und they verwenden wir do, dann kommt die Person, dann kommt die erste Form des Verbs. Bei he, she und it machen wir das plus die Person plus die erste Form des Verbs. In der Praxis sieht das so aus. Do you speak? Sprichst du? Does she play? Spielt sie? Ein ganzer Satz als Frage würde so aussehen. Do you speak English? Sprichst du Englisch? Oder does he play football? Spielt er Fußball? Wann verwenden wir das Present Simple eigentlich? Wir verwenden es für allgemeine Aussagesätze im Englischen. Zum Beispiel Cats drink milk. Katzen trinken Milch, das ist eine allgemeingültige Aussage. Oder the sea is blue, das Meer ist blau. Die zweite Verwendungsart ist, wir verwenden das Present Simple für Dinge, die regelmäßig, oft, manchmal oder nie passieren. Wie zum Beispiel, Jack often plays computer games. Jack spielt oft Computerspiele. Dieses oft, regelmäßig, nie sehen wir an Signalwörtern wie zum Beispiel always, immer, often, oft, sometimes, manchmal, never, nie oder every day, every week, jeden Tag, jede Woche und so weiter.